Tja, und von wem der Schrei kam, können wir uns ja alle denken. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen zurück hier bei Silent Hill 2 im Remake. Die Sache ist, ich hatte noch mal einen anderen Speicherstand vorsichtshalber geladen, weil wir ja da hier gleich in den Garten reingelatscht sind und ich mich auf der anderen Seite nicht umgeguckt habe, aber da gab es nicht wirklich viel. Man kann es vielleicht auch, kann man es hier sehen? Ja, das Gekrissel da beim Reverb-Theater und so hatten wir da noch nicht. Also man konnte auch jetzt kein Bild oder sowas finden, sonst hätte ich euch das ja gerne gezeigt. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wo Maria hinlatschen wollte, aber ich will erst mal gucken. Genau. Wegen sowas hier zum Beispiel. Kircheneingang. Die 5. Ich weiß, ich müsste halt mal, ja, eigentlich mal darauf achten, ob wir irgendwo, oder ich müsste mal zwischendurch durchgehen und mir mal die Zahlen aufschreiben, welche wir alle haben. Einfach bloß, um auf Nummer sicher zu gehen. Naja, das ist die Vermutung, die ich halt habe, von wegen, es wird halt angezeigt, wie viel Sammelobjekte es gibt. Momentan ist ja, glaube ich, das höchste 20. Okay, sie ist noch da am Start. Warte, warte, warte. Ich weiß es halt nicht. War ich hier? Doch, oder? Ich bin mir gerade wieder unsicher. Sind wir hier reingekommen? Ja, doch, hier sind wir reingekommen. Hier sind wir reingekommen. Und da ging es ja nicht durch. Dementsprechend dann hier weiter. War ich jetzt hier schon drin? Ach, das ist ja, hier war das Foto. Ich will halt nichts verpassen, ne? Ich hoffe, man kann es mir nachsehen, wenn ich dann ein paar extra Runden hier aus Versehen mache. Aber ich verlaufe mich ja ganz gerne bei sowas mal. Auch wenn es hier wahrscheinlich nicht wirklich zum Verlaufen gibt. Ich nehme mal stark an, wir werden zum, obwohl, vielleicht kommen wir doch ins Theater rein oder kommen da irgendwie durch. Es fehlt eine Szene mit Eddie. Vielleicht haben die das ins Theater verlagert. Das könnte ja zum Beispiel auch sein. Nee, das ist nur Müll. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass man von irgendeiner anderen Seite aus rankommt. Und man, naja, noch ein Foto wäre vielleicht ein bisschen zeitig, aber. Okay, wenn sie schon da runter geht, dann bleiben wir hier erstmal kurz hier oben. Aha. Okay, ja, wie gesagt, es gibt ja noch eine Szene, die ich so ein bisschen vermisse. Die wir eigentlich beim Bowling Center hatten. Oder hätten gehabt. Aber vielleicht ist die ja hier. Okay, sie hat es auch versucht. Aber können wir das Bild angucken? Nee. Das hier auch nicht. Jo, lass mich ra. Okay. Hier kommen wir rein. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Ja, ich werde vorsichtig sein. Okay, mit meiner Vermutung lag ich, glaube ich, ganz richtig, weil es wäre halt auch ein bisschen unpassend gewesen, Maria dabei zu haben. Weil das würde storytechnisch halt keinen Sinn, aber gut, wenn sie wartet. Und man hört es ja schon. Okay, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, wie wir da reinkommen. Ich war das nicht. Okay, da kommen wir nicht durch. Ich gehe gleich zu den beiden, keine Sorge. Aber bevor wir das tun. Okay, wie kommen wir denn wieder zurück? Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht ordentlich eingeschlagen. Komme ich hier wieder zurück? Okay, noch nicht, aber wahrscheinlich nachher. Ein formidables Scheißhaus.
Ich dachte gerade wieder, irgendwie könnte vielleicht ein Code oder so sein. Da ist abgeschlossen. Da hat jemand ein bisschen harten Stuhlgang gehabt, glaube ich. Das hat die Schüssel nicht so ganz ausgehalten. Achso, das war die kaputte. Schade eigentlich. Okay, vielleicht. Ja, gut. Ein paar Patrönchen. Boah, 131. Das geht schon. Lass mich raten, wir kommen hier nicht rein. Auch sehr, sehr dicker Stuhlgang. Es ist. Aber vielleicht war es Eddie gewesen. Who knows? Okay. Hier hinten noch irgendwie was Kleines? Nee, leider nicht. Ich will halt auch nicht aus Versehen die Szene reinrennen, ne? Komme ich hier eigentlich irgendwie über den Tresen? Nee, ne? Hier war nichts, wo James irgendwie hier drüber springen oder so. Nö. Er hat keine Lust. Und dementsprechend von hier sind wir gekommen, ne? Glaube ich. Hoffe ich. Na, dann rein. Okay, Laura ist weg. James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Was zum Geier futtert der da? Also ich habe gesehen, da ist irgendwas mit Erdbeere. Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Didn't you want to go after her? Ja, aber du hast noch X auf der. Ist das echt Pop? Wer weiß, wie alt das schon ist? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Aha. Suit yourself. Okay, weil ich wollte eigentlich noch mal gucken, ob hier vielleicht. Ich meine, zwischen die Reihen kann ich nicht. Obwohl, doch, hier kann ich lang. Ob da vielleicht noch irgendwo was ist. Weil das wäre doch prädestiniert wieder für so ein Foto oder so. Aber vielleicht haben sich die Entwickler gedacht, naja, das werden die sich schon bestimmt denken können, dass es hier noch irgendwas geben könnte. Also machen wir da einfach gar nicht hin. Oh, warte mal, ich war ja hier noch gar nicht. Ah, stimmt, hier haben wir durchgelugt. So, da haben wir auch nicht.
Okay. Ich hab nicht gesagt. So lecker. Ah ja, und die 8. Okay. Okay, hier können wir nicht runter. Aber zumindest was gefunden, was ich wollte. Ich liebe halt so eine Sammelgeschichte, ne? Könnte ich hier eigentlich auch durch? Nee. Okay, ich glaube nicht, dass wir Laura finden werden. Oh. Alter, das ist ja richtig... Ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig böse Duster. Warte, wieder dasselbe Spielchen. Außer, dass wir mehr Reihen haben. Okay, gesehen habe ich jetzt nichts. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht rennen. I don't know. Warte mal, war da unten noch was? Nö, leider nicht. Ne, dann mal gucken, ob wir hier unsere Madame noch finden werden. Ich muss mal runtergehen. Einfach bloß, um zu gucken, ob die Tür hier zu ist oder nicht. Jo, natürlich. Laura, mein Kleines. Der komische Onkel will nur spielen. Also, harmlos spielen. Sagen wir, er will reden. Das hört sich sonst... Na, könnte einen komischen Kontext geben. Jo. Bist du auf jeden Fall nach oben? Geil. Immer gut zu sehen. Hm. Ich meine, Kino aus Silent Hill kenne ich ja schon, aber das war, glaube ich, bei Origins, ne? Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Hm. Ich schätze mal die Filmplakate wieder auch irgendein kleines Easter Egg oder so, aber ich verstehe es wahrscheinlich dann einfach wieder nicht. Oder ich kenne mich nicht gut genug aus. The Existence, keine Ahnung, coming soon. Ich habe hier das Ding aus der anderen Welt, das alte Cover noch. Erinnert mich ein bisschen daran. Okay, ist derselbe Raum. Ich dachte vielleicht schon wieder der, wo Eddie ist. Natürlich können wir jetzt hier nicht zurück, weil da ein paar Pappkartons. Ich meine, da drüben ist eigentlich auch nichts mehr, ne? Aber dennoch. Manches ist echt ein bisschen. Naja. Okay, wir haben Laura gesehen. Ich probiere mich aber krampfhaft daran zu erinnern, wie das im Original war. Da war sie halt einfach weg gewesen. Wir haben, glaube ich, nur mit Eddie geredet und das war's dann. Oder sie spielt so einen scheiß Streich, das kann es auch sein. Ne, haben wir nichts. Gut. Oder wir fragen gleich Maria, ob hier jemand rausgekommen ist. Das kann natürlich auch sein. Oh. Waren wir hier schon? Okay, das ist Eddie. Cooles Bild. Wir waren hier schon, oder? Ach, hier sind wir reingekommen. Lol. Laura, stop! It's dangerous. Hat ja super funktioniert, James. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Wir machen erstmal wieder ganz langsam, wenn wir hier auf der Straße sind. Ne? Ja, sie. Wir kommen in eins der schönsten. Also, naja.
Kann man das so sagen? Kann man das hier? Nee, kann man nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt legendär sagen, aber in einer der. Ja doch, also für mich ist es schon so die legendären. Legendärensten. Ich weiß kein richtiges Wort. Locations aus Silent Hill. Ganz egal, ob 1, 2, ich glaube, 3 war es auch Thema gewesen. Das gute alte Alchemiller. Oder ist das Alchemiller Krankenhaus? Ich bin mir hier gar nicht sicher, weil wir hatten ja erst was von Brookhaven gelesen. Oh, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Ich möchte sagen, Original Zeitel 2 war es auch das Alchemiller. Okay, haben wir denn hier noch? Warte mal, auf welcher Seite ist auf der anderen Seite? Dann. Ne. Aber, ja, Trailer. Kack-Trailer. Musste ich mir aber angucken. Also, ich hätte es mir auch so oder so geholt, aber. Ein paar Sachen weiß man dann, okay, es könnte gleich eine Cutscene und sowas kommen, ne, wo ich jetzt nicht unbedingt gleich reinrennen möchte. Das Fenster hier können wir aber nicht zerstören, oder? Doch, können wir. Aber, ja. Nicht so richtig rein können wir auf jeden Fall nicht. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr... Schade. Einfach so in irgendwelche Häuser hier rein können. Das war nämlich bis jetzt noch nicht der Fall. Noch gar nicht. Hier ist halt echt alles zu. Keine Ahnung, ob das jetzt ein großartig... Aufwand gewesen wäre. Muss ja nicht jedes Haus sein, aber so ein, zwei hätte ich halt schon gefeiert. Also an dem Ding sind wir schon vorbei, oder? Jo. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, wie lange ich am Ende brauchen werde, weil ich habe Spaß dabei beim LP von damals reingeguckt, wie viel Folgen das waren, wie viel wie lang die Folgen immer so gingen. Und ich glaube, ich bin da halt wirklich in... Oh, Angry James, ne? Boah, lass mir jetzt nicht liegen. 5,5 Stunden durchgekommen. War dann schon wesentlich schneller, wie ich eigentlich gedacht habe. Und hier, ja, ist halt mehr oder weniger neu. Ganz gründlich gucken. Aber dadurch, dass ich mir hier so eine Kacke und sowas mache und auch bei Schaufenstern alles mich versuche, so gut wie möglich umzugucken. Wird es halt schon sehr, sehr lange dauern. Außerdem ist das, ich finde das halt schön, man hat eine Markierung, wo man schon war. Oh, lol, das geht sogar. Okay. Ja, ich weiß, wir müssen ins Krankenhaus. Wir gehen da auch gleich rein, keine Sorge. Ja, mich wundert es ehrlich gesagt, dass Maria noch nicht meckert. Ring, du weißt doch, wo wir hin müssen. Oder sie ist doch eher in die Richtung. Was machst denn du jetzt hier? Die ist ja immer so scharfsinnig, weißt du? Oh. Oh. Warte, was schon? Können wir hier die Tür von der anderen Seite irgendwie aufmachen? Wenn die verschlossen war? Okay, können wir nicht. Okay, vielleicht kriegen wir auch später erst noch einen Schlüssel dafür, dass wir dann dadurch einen kürzeren Weg irgendwie zurück haben. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, weil das Heaven's Knight ist halt auch da unten, dass wir vielleicht da nochmal irgendwie rein müssen, weil sie hat ja gesagt, vielleicht können wir ja nochmal zurückkommen. Ne? Das wäre ja dann eigentlich eine gute Möglichkeit. Hier können wir mit Sicherheit nicht rein. Ne, das ist keine Tür. Schade. Okay, das ist auch so. Dann bleibt uns bloß noch die eine Seite hier abzusuchen und dann können wir aber wirklich mal rein. Außer die Cutscene kommt, die ich mal
Wo ich mal von ausgehe, dass die kommt. Ach, ich wollte gerade sagen, James. Wenn du eins kannst, dann das. Okay. Dann, warte mal, er hat sich aber dezent umgedreht gerade. Spritzchen vielleicht wieder? Okay, ja. Oh. Ja. James, look. Warte, ich. Okay. War bloß eine kurze Szene. Und ich dachte mir so, ey, ich wollte doch wenigstens auf die Bänke hier noch gucken. Weil ich möchte sagen, mit Trailer sind die nämlich hinterhergerannt. Ich dachte, dann kann ich hier nichts mehr untersuchen, ob hier vielleicht noch ein Foto oder sowas ist. Okay, bei dem Wagen war ich auf jeden Fall gewesen. Alles klar, dann ist genug rumgedaddelt. Und rinnen in die Judelstube. Zu unseren wunderschönen Krankenschwestern. So, ich wollte gerade sagen, bevor ich hier irgendwie gleich übel reinrenne, erstmal kicken. Warum nicht? But it's empty. Richten Sie. Ja. Ja, wir werden es noch finden, keine Sorge. Judy. Aber inwieweit. Inwieweit ich die Schrot großartig benutzen werde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich kann halt immer noch null abschätzen, wie weit oder wie viel Muni man hier so hat. Bis zum Ende noch sieht es gut aus. Also wir haben 142. Ist eigentlich schon mal eine Hausnummer, glaube ich. Aber kann ich erstmal eine Karte irgendwie haben? Danke. Oh ja, wir werden viel Zeit hier drin verbringen. Wir werden viel Zeit hier drin verbringen. Kommt natürlich darauf an, wo wir überall hin dürfen. Okay, das ist Brookhaven. Ist nicht das eigentliche Miller. Where did she go? Ja. I don't know. Let's look around. There. Laura! Wait! It's okay! We don't want to hurt you! Okay. I don't think she likes me very much. But why? I don't know. Weil du ein ganz, ganz schlimmer Bube bist. Okay, wir müssen ihr Gott sei Dank noch nicht gleich hinterher. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir großartig in den Keller erstmal rein können. Deswegen, das kotzt James jetzt so schon mal an. Ja klar. Nee, ich hätte auch auf das X gar nicht weiter gedrückt, aber ja, ich bin davon ausgegangen, er guckt von wegen, so ist das ein Schlüssel. Denn ich will mich doch ganz gern. Warte. Ist alles noch da? Ich habe schon wieder dieses Diddle-Diddim, als ob sich irgendwas abgewählt hat, aber nee, dann läuft noch, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Habe ich das bei dem LP gehabt? Ich glaube nicht. Kann bei dem anderen gewesen sein. Ich würde sagen, uns wird hier nichts aufhalten. Wir gehen hier trotzdem rein. Ich wollte sagen, jetzt mach endlich mal auf. 9. Cool. Hat wir, glaube ich, relativ lange nicht mehr, ne? Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Denk dran, Schwestern, Ärzte, Bäume. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Okay, was hat er sich jetzt? Da ist die Eingangshalle. Schwestern, Ärzte, Bäume. Dich einfach um. Okay, dann müssen wir da gleich nochmal hin.
Oh, warte. Nicht vergessen, wenn Sie an unteren Symptomen leiden, verminderter Appetit oder starker Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit oder Hyposomnie, Verlust von Interesse oder Freude an gewohnten Aktivitäten, Gefühl von Wertlosigkeit, verminderte Denk- und Konzentrationsfähigkeit, dann kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt. Hört sich ein bisschen nach Depression, aber ich will da jetzt, naja. Nicht rumspekulieren, ich bin halt kein Arzt. Ah. Was hat er gesagt? Bäume? Nee, Schwestern, Ärzte, Bäume. Bäume haben wir. Vielleicht müssen wir was in der richtigen Reihenfolge auswählen. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Ich meine, wie weit... Das ist ja bloß hier. Also ich kann mal raufklicken. Krankenhaus Brookhaven, ca. 1920. Ach lol, nee, weil ich habe bloß die Bäume gesehen. Dann war es das vielleicht noch nicht. Hm. Das sind Ärzte. You looking for something in these photos? Okay, wenn ich jetzt noch irgendwie Schwestern finde. Mal gucken, vielleicht muss ich halt in richtiger Reihenfolge angucken. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder wir finden halt irgendwie was. Oder müssten irgendwas sehen. I don't know. Da wiederholt Schlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt zum Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlüsselkombination einprägen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Bei Problemen wenden sie sich bitte an die Oberschwester im Untersuchungszimmer 3. Was machst du da? Okay, dann doch nicht. Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte ins Büro bringen? Mache ich liebend gerne. Mir fehlt aber noch ein Bild. Ja, guck da nicht so hin, das haben wir schon gelesen, James. Oh, warte. Toll. Gut, ist ein bisschen zugig hier. Okay, und wir können endlich hier speichern. Gut. Alter, ich habe jetzt schon 6 Stunden ich bin jetzt schon länger dabei als bei... Okay. Looks like there is a key in there. No combination though. We should look around. Might be Schwestern, Ärzte, Bäume. Aber ich meine, wir sind hier unten ja noch lange nicht fertig. Shit, okay, kommen wir nicht durch. Ah, ist auch zu. Ah, toll. Jetzt ist hier die Hälfte abgeriegelt. Ich glaube nicht, dass wir in den langen Gang reinkommen. Aber scheiß aus Untersuchung. Muss drin sein. Vielleicht haben wir wieder ein schönes Lokus, wo wir rumgriffeln können. Bäh. Halt, was war das? Ah. 17, sehr schön. Wir steuern langsam wieder auf unsere 20 zu. Ich guck mal. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Wahrscheinlich der im Spind ist, ne? So. Die Sache ist, Bäume haben wir 4. Das kann ich nicht genau untersuchen. Das sind 2 Ärzte. Oh. Okay, Schwester in der Ausbildung. 2, 4, 6, 7. Also 7, 2, 4, ne? Das war hier.
So, 7, 2 und 4. Second floor? Basement. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hä, Keller ist doch immer das Geilste in Horrorspielen. Obwohl, also ich hoffe nicht, dass sich das jetzt schon verändern würde. This place feels so empty. More than the other places we've been. Wenn du meinst. Ist halt nur ein bisschen größer, ne? Yay. Entschuldigung. Ja, es muss ein Schacht. Nee. Ich meine, noch geht der Keller. Ich bin halt wirklich gespannt. Obwohl, wir haben das beim Apartment ja schon gesehen. Das hat sich ein bisschen verändert, aber es war nicht so, wie man es kennt. Ja, ich brauche Benzin. Okay, wir müssen erstmal Benzin holen. James? Ja. Ich hab's doch schon wieder gesehen, unsere lieben Freunde. Nee, ich dachte, da wäre Glas. Jo, warte, bevor wir zu dem gehen. Hä? Sag mal, hast du dich da versteckt, du Sack? Hast du das gesehen, Maria? Warum hast du noch Angst? Ist doch tot. Also langsam müsste sie. Also, ja gut. So viele hat sie jetzt. So viele Monster hat sie jetzt noch nicht mitgenommen, ne? Oh, aber jedes Mal stehst du da hinten in der Ecke irgendwo. Kann aber nicht sein hier. Nein, ich wollte eigentlich. Warte. Hier, den hier. Und ja, ich weiß, aber die Sache ist, ich hatte schon gesagt, ich hatte ja mal in die Trophäen reingeguckt. Ich weiß, ich muss halt mit dem Null, das war einfach. Sag mal. Au. Mach hier, geh doch mal weg. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Knüppel auch Ich muss zumindest, glaube ich, mit jeder Waffe irgendwie ein Viech killen. Ja, wir gucken hier aber... Ja, wir gehen aber... Wir gehen aber erstmal nochmal weiter hier. War ich im Wäschelager nicht? Aber kann doch sein, dass wir gar nicht da rein... Na doch, wir wären reingekommen. Okay, da kann ich schon mal was schieben, aber hier hat hier... Ah, ich wollte gerade sagen, er hat hier noch irgendwie geguckt. So, wir brauchen Bleiche, Waschmittel, Stärke, weiße Lagen. Du benutzt zu viel Bleiche, das ist doch langsam nicht mehr normal. Die Lagen werden davon auch nicht weißer. Du musst dich nicht vor mir rechtfertigen. Hör einfach auf. Ja, das kann ich bestätigen. Okay, wofür? Oder ist einfach... Hä, ist einfach bloß was drunter? Oder kann ich... Also ich weiß jetzt nicht... Mann, alter James. Komme ich hier durch? Ja. Ach. Da können wir auch rüber. Gerade sagen, wenn wir... Da. Nee. Das kannst du vergessen. Diesmal nicht. Gib mir doch mal Heilung, Alter. Nicht immer diese dämlichen Pistolenkugeln.
Warte. Können wir den Raum da rein? Nee, aber ich denke, wir können mal rüberklettern und wieder raus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch irgendwas brauchen. Hey. Geht dich gar nichts an. Don't worry. Aber du kannst reinkommen. I'll be right back. Foto. Okay. Spritze. Okay, echt. Oh, ach, der war leer.